Hallo zusammen und willkommen. Du putzt dir dreimal täglich die Zähne, ganz so wie es der Zahnarzt empfiehlt. Doch dein Zahnfleisch ist trotzdem entzündet und du leidest an anderen Zahnkrankheiten oder schlechtem Atem? Wir verraten dir in unserem heutigen Video, wo das Problem liegt und liefern dir die Lösung dazu. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Zahnhygiene kann man übertreiben. Wenn dir das ständige Zähneputzen sowieso auf die Nerven geht, wirst du dich über diese Nachricht freuen. Die meisten Mitteleuropäer übertreiben nämlich die Zahnpflege und zwar massiv. Hast du dich schon einmal gefragt, warum so viele Menschen trotz intensiver Hygiene und der Zahnfleischentzündung schlechtem Atem und Parodontose leiden? Das liegt ganz einfach daran, dass zu viel Putzen mit aggressiven Zahnpastas deiner Mundflora und dem Zahnschmelz schaden. Benutzt du dann noch ein Mundwasser, das alle Bakterien in deinem Mund abtötet, ist das Desaster komplett. Leider weist kaum jemand ehrlich auf diesen Umstand hin. Immerhin zählen Zahnärzte zu den Topverdienern im Gesundheitssektor und der Markt rund um strahlend weiß und gesunde Zähne ist ein Milliardengeschäft. Aber die Asiaten machen es vor. In Asien putzen sich 80% der Menschen nur einmal täglich die Zähne, wenn überhaupt. Die Menschen dort haben aber wesentlich gesündere Zähne als wir und das ein Leben lang. Dabei ernähren sich diese Leute auch nicht zwingend gesünder. Im Gegenteil, wer einmal in Asien war, der weiß, dass Inder, Thais und andere Asiaten Unmengen an Zucker und extrem gesüßte Lebensmittel vertilgen. Was ist nun also das Zahnpflegegeheimnis der Asiaten? Nummer 1. Putze deine Zähne morgens mit der Zahnbürste. Einmal täglich Zähne putzen wie gewohnt ist natürlich in Ordnung. Benutze eine milde Zahncreme oder sogar eine natürliche mit Aloe Vera oder Salzsohle. Um morgens mit einem frischen Gefühl auf den Zähnen in den Tag zu starten, empfiehlt sich dieses Zahnreinigungsritual. A. Nimm eine mittelharte Bürste. B. Halte sie immer mehr waagerecht als senkrecht. C. Halte die Bürste niemals mit der Faust, sondern sanft mit 2 oder 3 Fingern. D. Putze deine Zähne sanft mit wenig Druck, aber mit Aufmerksamkeit. Nummer 2. Abends führst du die ayurvedische Zahnpflege durch. Hier empfiehlt sich beispielsweise eine Mundspülung. A. Bereite dir eine Mischung aus einem Esslöffel Wasser und einem halben Teelöffel Himalaya-Salz. Alternativ kannst du auch Backsoda nehmen, das schmeckt etwas weniger intensiv als das Salz. B. Spüle deinen Mund mit der Mischung gründlich und spucke das Salzwasser dann aus. Dann kannst du das Ölziehen durchführen. A. Mische dazu 2 Esslöffel Sesamöl mit einem Teelöffel Gewürznelken und drücke die Nelken mit einem Mörserstößel oder einem anderen Werkzeug klein. Alternativ kannst du auch ein anderes Öl nehmen und die Nelken weglassen, wenn du sie gerade nicht zur Hand hast. Langfristig empfehlen wir dir aber die Einführung der Nelken, da sie einen extrem zahnpflegenden Effekt haben. Die Zubereitung reicht für 2-mal Ölziehen. C. Nimm für eine Anwendung 1 Esslöffel Öl ohne Nelken und 1 Esslöffel Wasser in deinen Mund. D. Ziehe die Flüssigkeit für 3 bis 4 Minuten zwischen deinen Zähnen hin und her. Achtung, nicht gurgeln, nur ziehen oder beißen zwischen den Zähnen. Nummer 3. Pflege deine Zähne mit Kurkuma-Paste. Den Abschluss der Zahnpflege bildet eine Paste aus Kurkuma und Wasser. A. Gib einen halben Teelöffel Kurkuma-Pulver in eine Schüssel. B. Mische das Kurkuma mit einem halben Teelöffel Wasser. C. Bringe die Paste mit einem Finger und in kreisförmigen Bewegungen auf das Zahnfleisch und die Zähne auf. D. Lass es 1 Minute einwirken. E. Spüle deinen Mund gründlich mit klarem Wasser. Kurkuma hat wunderbar antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die Zahnfleischentzündungen binnen kürzester Zeit zurückgehen lassen. Dein Zahnfleisch kann heilen und deine empfindlichen Zahnhälse bekommen wieder mehr Schutz. Wichtig ist, führe das ayurvedische Zahnpflegeritual 1 Stunde nachdem du die letzte Mahlzeit gegessen hast durch. Mit diesem einfachen Rezept für effektive Zahnpflege hast du ein weiteres Pflegemittel, das aus rein natürlichen Zutaten besteht. Dein Körper reagiert instinktiv besser auf die Zutaten aus der Natur, weswegen pflanzliche Pflege langfristig gesünder und gewinnbringender ist als chemische Mittel.
Wir wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren und gute Erfolge mit der ayurvedischen Zahnpflege. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.